Hallo und herzlich willkommen zu Geldkrisensicher Anlegen. Mein Name ist Carsten und heute erfährst du hier, was Dr. Markus Krall zu dem Thema sagt: Euro, aktuelle Geldpolitik der Zentralbanken und in welche Richtung könnte es gehen, was könnte die Lösung sein. Bitte schau dir dieses Video immer unter dem Aspekt an: Es ist eine Meinung, es ist eine Meinung von vielen anderen. Schaue, prüfe deine bestehenden Anlagen, wie zum Beispiel Lebensversicherung, Sparbücher, Bausparverträge und so weiter, also diese sogenannten Geldwerte. Vielleicht ist es doch sinnvoll, überlege es dir wirklich, dass du einen Großteil deiner Geldwerte in sogenannte Sachwerte tauschst, wie zum Beispiel Aktien, Immobilien, Edelmetalle und so weiter. Bei Fragen bin ich gerne für dich da. Ruf mich an, schreib mir. Mach einen Kommentar unter dieses Video. Wie sind deine Erfahrungen? Wie ist deine Meinung zu dem Ganzen? Und jetzt viel Spaß dabei. Ach, eins habe ich noch ganz vergessen. Wenn du zufrieden bist mit dem, was ich mache, bitte gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Drücke auf die Glocke, damit du auch in Zukunft immer alle Videos dazu erhältst. Vielen Dank fürs Anschauen und vielen Dank für dein Like und für dein Abo. Alles Gute und viel Erfolg bei deinen Anlagen, bei deinem Vermögensschutz. Wünsche dir Carsten von Geldkrisensicher Anlegen. Es ist natürlich so, dass die Geldpolitik ein Akt der Verzweiflung ist. Die Zentralbanken haben das letzte Vorjahr mit mehr Geld und mehr Schulden gelöscht und das vorletzte Vorjahr mit mehr Geld und mehr Schulden gelöscht. Und jetzt versuchen sie auch dieses Vorjahr mit mehr Geld und mehr Schulden zu löschen. Und das Problem dabei ist allerdings, dass die Anzahl der Nullen, die sie brauchen, jedes Mal wächst. Also wenn wir in den 90er Jahren irgendwelche Finanzmarkterschütterungen hatten und die Zentralbanken mussten intervenieren, dann ging es um Größenordnungen von 5 oder 10 Milliarden Euro oder Dollar. 2006, 2007 hatten wir dann schon Größenordnungen von hunderten Milliarden. Und jetzt haben wir Größenordnungen von tausenden Milliarden. Und zwar in einer sich beschleunigten Art und Weise. Wir haben also ein exponentielles System vor uns, bei dem jede nachfolgende Krise um den Faktor 10 oder 20 mehr gedrucktes Geld benötigt als die vorhergehende Krise. Und diese Sache mit diesem exponentiellen Wachstum, die kann natürlich auf die Dauer nicht gut gehen, weil dieses Geld sich wie Wasser seinen Weg sucht. Und die Zentralbanken glauben natürlich auch weiterhin, dass sie dieses Spiel noch weiter betätigen könnten, wie es so schön heißt, die Dose weiter die Straße hinabzukicken. Und es gibt auch viele Beobachter, die glauben, dass es so weitergehen kann, weil es eben jetzt schon so lange gut gegangen ist. Und diesem Glauben schließe ich mich ganz und gar nicht an. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass bisher jede massive Inflation, die durch die Fehler von Zentralbanken eingeläutet worden ist, zuvor genau dem gleichen Muster gefolgt ist. Die Zentralbanken haben große Mengen Geld gedruckt und es ging lange, lange, lange gut. Und dann auf einmal, sehr plötzlich, ohne große Vorwarnung, kippt dann das System in eine erst galoppierende und dann eine Hyperinflation um. Als 1922, 23 die große deutsche Inflation einsetzte, war die Gelddruckmaschine mit vollen Touren am Laufen. Und man sagte damals, das kann so nicht weitergehen. Und die Antwort der Reichsbank war: Was wollt ihr eigentlich? Wir haben den ganzen Krieg, den Ersten Weltkrieg, mit frisch gedrucktem Geld finanziert. Und was ist passiert? Praktisch nichts ist passiert. Und diese Analyse war natürlich falsch. Und so wird es auch diesmal. Der Euro, das möchte ich mal massiv in Abrede stellen, ist kein Friedensprojekt. Und zwar deswegen, weil er eine Fehlkonstruktion ist. Die Liberalen, die im Ende der 90er Jahre dagegen argumentiert haben, wie beispielsweise Lord Dahrendorf und andere, haben damals schon gesagt, der Euro wird Europa nicht einigen, sondern spalten. Eine Wahrheit, die wir mittlerweile in den verschiedenen Krisensituationen, Griechenland und andere, beobachten mussten. Dort ist es ja so gewesen, dass die Länder, die unter der Last der Nicht-Anpassbarkeit ihrer Wirtschaft im Euroraum zusammengebrochen sind, wie eben Griechenland, die Schuld dann bei anderen gesucht haben, zum Teil auch bei Deutschland, obwohl Deutschland ja zumindest an der Oberfläche sehr viel geholfen hat. Aber man hat natürlich nur Geld geliefert, man hat eigentlich nicht das geliefert, was die Ungleichgewichte in ihrem Aufbau stoppt oder begrenzt. Und insofern sind dann plötzlich Vorwürfe wechselseitig laut geworden, obwohl niemand was dafür konnte. Die Wahrheit ist, dass der Euro die Völker Europas spaltet und in Situationen hineinbringt, wo die Versuchung groß ist, das eigene Verschulden oder auch
die Folgen einer Fehlkonstruktion dem jeweils anderen anzulasten. Insofern glaube ich, dass der Euro kein Friedensprojekt ist. Er ist die Kopfgeburt einer bürokratischen Klasse, die damit glaubt, eine immer tiefere Union erzwingen zu können, ein Prokrustesbett, in das niemand so wirklich hineinpasst. Die Frage, was kommt, wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, sollte eher sein, wie weit müssen wir denn dann zurücksehen? Und meine Überzeugung ist, dass wir ein System, ein neues Geldsystem brauchen, das auf zwei Säulen ruhen muss. Erstens braucht jedes Geldsystem ein Asset, das wirklich dahinter liegt und das werthaltig ist und nicht beliebig vermehrbar ist. Außer Gold und Silber gibt es da nicht viel. Zweitens muss Geld weiterhin knapp sein. Drittens muss das Geld der staatlichen Manipulation entzogen werden. Und da gibt es eigentlich nur zwei Systeme, die das leisten, nämlich entweder der Goldstandard oder ein Wettbewerb von Währungen, wie von Hayek ihn vorausgesehen und gefordert hat. Oder beides. Wenn es einen Wettbewerb von Währungen gibt, dann ist anzunehmen und davon auszugehen, dass sich wahrscheinlich Währungen, die auf dem Goldstandard basieren, durchsetzen werden. Allerdings wird das Misstrauen der Menschen auch in einen neuen Goldstandard groß sein, solange der Staat seine Hände drauflegen kann und diesen Goldstandard, wie 1914 geschehen, jederzeit wieder aufkündigen kann. Wir müssen also weiterdenken und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie man einen Standard schafft, bei dem die Geldpolitik eben das nicht mehr tun kann, der Staat das nicht mehr tun kann. Das funktioniert nach meiner Überzeugung nur entweder, indem man einen Goldstandard mit internationalen Treuhändern ausstattet, die dann den einzelnen Staaten sozusagen im Wege stehen, wenn sie ihre Bürger enteignen wollen, oder indem man den Goldstandard mit modernen Technologien verknüpft, wie beispielsweise der Blockchain-Technologie. Wenn der Goldpreis sich einpendeln würde, wenn es einen Goldstandard gibt, ist eigentlich rein akademischer Natur. Wir hatten ja schon mal einen Goldstandard und in diesem Goldstandard hat sich die Kaufkraft des Geldes permanent erhöht. Gold hat gewissermaßen sowas wie eine Built-in-Deflation, und zwar deswegen, weil die Geldmenge nicht steigt, aber die Menge der Güter durch den technischen Fortschritt und das daraus resultierende Wirtschaftswachstum sehr wohl steigt. Und die Anpassung daran kann nur erfolgen, indem entweder die Preise fallen oder die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes sich beschleunigt oder beides. Und im Goldstandard vor 1914 kam noch hinzu, dass man dann dazu übergegangen ist, einen fraktionellen Goldstandard zu machen, den ich allerdings für kritisch halte, weil er eine Einladung an die Geldpolitik ist, dieses Spiel dann wieder aufs Neue in bestimmte Richtungen auszudehnen. Was wir allerdings sagen können, ist, dass noch kein Goldstandard an der Knappheit des Goldes gescheitert ist. Die Knappheit des Goldes ist ja gerade das, was ein gutes Geld ausmacht. Und wenn immer wieder behauptet wird, es sei nicht genug Gold da, um einen globalen Goldstandard zu etablieren, dem halte ich entgegen, dass genau diese Knappheit die eigentliche Eigenschaft ist, die den Goldstandard ermöglicht. Wo dann der Preis sich einpendelt in einer Fiat-Währung, ist unbedeutend. Und zwar deswegen, weil diese Fiat-Währungen überhaupt nicht mehr existieren werden in einem solchen Goldstandard.